Ringen. Hergiswil geht sich noch nicht geschlagen. Im ersten Finale gegen Willisau verlieren die Napfringer 13 zu 18. 5 Punkte Unterschied. Klingt es Hergiswil nächsten Samstag diesen Rückstand wieder aufzuholen? Oder ist Willisau schon Schweizer Meister? Willisau, herzliche Gratulation zum Schweizer Meister. Der Willisauer Trainer, der Thomas Bucheli, sieht es noch nie so. Nein, da ist noch nichts im Trocknen. Gut, immerhin haben wir einen grossen Vorsprung rausgeholt. 13 zu 18 für den nächsten Samstag. Der Vorsprung nützt uns nichts, weil es ist Best of 3. Und das heisst, es ist 1-0 für uns. Und wenn wir Schweizer Meister werden, müssen wir den nächsten Kampf genau gleich gewinnen. Und auch der neue Hergiswiler Trainer, der Olaf Brandt, sieht es nicht so. 13 zu 18 ist jetzt der Schweizer Meister schon die Wicke runter? Ich glaube nicht. Nein, ich sag mal so, da sind vielleicht ein paar Punkte zwischendrin, aber letztendlich, wenn man die Kämpfe sieht, die sind alle sauknapp gewesen und ich sag mal, ein, zwei Entscheidungen anders und dann sind wir auf einmal vorne. Von daher ist noch gar nichts entschieden. Willisau haben einige zu No-Sieg in Tank gespielt. So hat Tobias Bartmann gegen Thomas Wiesler ein No-Zo 8 rausgeholt, der Stefan Reichmuth gegen Benno Jungo ein No-Zo 9 und der Jonas Bosse gegen Akos Koriza ein No-Zo 5. Allein diese Siege haben 9 Punkte gegeben. Dementsprechend zufrieden der Thomas Bucheli. Ja, wir haben erstaunlich klar gewonnen. Wir dachten, das würde ganz, ganz knapp und wir haben gewusst, dass es gut muss laufen und es ist gut gelaufen für uns. Die Leute haben Einsatz gezeigt, die Leute sind zum Teil sehr, sehr stark auftreten. Es ist richtig, hat richtige Freude gemacht. Ja, mit welchen Erwartungen sind ihr hierher gekommen? Also knapp gewinnen, aber gewinnen, oder? Ja, gewinnen will man natürlich immer, wenn man im Finale ist. Aber wir haben, wenn wir so gerechnet haben, haben wir gesehen, dass es ganz, ganz knapp wird. Und ich bin von einem ganz knappen Resultat ausgegangen, natürlich hoffentlich für uns, aber dass es so klar, so gut gelangt hat, hätte ich es nicht gedacht. Was habt ihr für Erwartungen gehabt beim Heimspiel in Willisau? Ist ja ein bisschen komische Situation. Ja, also das ist eigentlich gleich. Wir haben eine zu kleine Halle und ach so, in Willisau, sag ich mal, sind wir fast auch zu Hause. Ja, von daher, wir haben einen riesen Fanblock dabei gehabt. Ja, ich glaube, ganz Hergiswil war hier. Von daher, es hat nicht an der Unterstützung gemangelt. Sie waren heute einfach besser, das muss man sportlich anerkennen. Aber wir werden parat zurückkommen und motiviert nächste Woche. Vorsätze sind gefasst. Da die einzelnen Resultate im Überblick. Im Gewicht 57 kg Freistil gewinnt der Hergiswiler Pascal Jungo gegen Timo Zeder 4 zu 2. Das gibt 2 zu 1 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Der Thomas Wiesler verliert gegen Tobias Bartmann 0 zu 8. 0 zu 3 Mannschaftspunkte für Willisau. Der Marco Hadou gewinnt gegen Kilian Arecker 7 zu 0. 3 zu 0 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Patrick Stadumar gewinnt gegen Roger Heiniger 6 zu 4, 2 zu 1 für Hergiswil. Alain Cacenari verliert gegen Manuel Jakob 3 zu 7, 1 zu 2 für Willisau. Martin Grüter verliert gegen Samuel Scherer 6 zu 15, 1 zu 3 für Willisau. Benno Jungo verliert gegen Stefan Reichmuth 0 zu 9, 0 zu 3 für Willisau. Akos Koriza verliert gegen Jonas Bossert 0 zu 5, 0 zu 3 Mannschaftspunkte für Willisau. Martin Suppiger verliert gegen Marco Riesen 1 zu 3, 1 zu 2 für Willisau. Und der Thomas Suppiger gewinnt gegen Martin Steiner 8 zu 0, 3 zu 0 für Hergiswil zum Schlussresultat von 13 zu 18 für Willisau. Eine weitere Information. Im Kampf um den 3. und 4. Platz verliert Schattdorf daheim gegen Kriesere 14 zu 20. Soweit der erste Bericht auf Teamsender für unsere Region Telenav Tele Zentralschweiz. Die ausführliche Reportage folgt demnächst. Und Meistertitel oder Pensel wird sicher versuchen.